Ich habe Angst vor Kakerlaken. I'm afraid of cockroaches. Ich habe nicht die Freiheit zu sagen. I'm not at liberty to say. Ich bin nicht über dem Hügel noch. I'm not over the hill yet. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir folgen. I'm not sure I follow you. Es tut mir leid, das zu hören. I'm so sorry to hear that. Ist er wirklich heute kommt? Is he really coming today? Gibt es etwas gut auf? Is there anything good on? Ist es nicht ziemlich teuer? Isn't it rather expensive? Es sieht nicht so. It doesn't look like that. Es hatte viele große Fenster. It had many large windows. Es hat sich viel heißer. It has become much hotter. Es ist leicht, Fehler zu finden. It is easy to find fault. Es ist überhaupt nicht möglich. It is not possible at all. Es war nicht voll von Süßigkeiten. It was not full of sweets. Es ist schwer, ihn zu überzeugen. It's hard to convince him. Es ist Zeit, ich die Rechnung bezahlt. It's time I paid the bill. Es ist Zeit, auf eine Diät zu gehen. It's time to go on a diet. Es ist Wochen her, seit sie sich trafen. It's weeks since they met. Es wird so viel Spaß zu sein. It's going to be such fun. Zum Glück entkam er unverletzt. Luckily he escaped unhurt. Michael hat in Japan gewesen. Michael has been to Japan. Millie hat wieder zu spät kommen. Millie has come late again. Mein Freund ist nicht verantwortlich zu machen. My friend is not to blame. Meine Heimatstadt ist Chicago. My native town is Chicago. Meine Notiz wurde zu ihr hingezogen. My notice was drawn to it. Meine Tasche ist ausgewählt worden. My pocket has been picked. Mein Onkel gerade verstorben. My uncle just passed away. Im nächsten Jahr kann ich besser machen. Next year one may do better. Man sollte nicht leben, um zu essen. One shouldn't live to eat. Bitte verwenden Sie Predigen nicht zu mir. Please don't preach to me. Bitte hör auf mich carping. Please stop carping at me. Bitte nehmen Sie Ihren Mantel. Please take off your coat. Ramon kann im Haus sein. Ramon may be in the house. Sie packte ihn am Arm. She caught him by the arm. Sie entschied sich für ihren Bruder. She chose for her brother. Sie wollte nicht ihre Arbeit beginnen. She didn't start her work.
Sie erkundigte sich, wo er war. She inquired where he was. Sie fand, der Junge wartet. She found the boy waiting. Sie hat einen ihren eigenen Kopf. She has a mind of her own. Sie verließ die Schule im letzten Jahr. She left school last year. Sie bat ihn zu kommen. She requested him to come. Sie stand dort stundenlang. She stood there for hours. Sie würde sie nicht erhalten. She wouldn't receive them. Sie ist das Waschen der Kleidung. She's washing the clothes. Setzen Sie sich und eine Weile ruhen. Sit down and rest a while. Setzen Sie sich, wo Sie bitte. Sit down where you please. Das war nicht meine Absicht. Such was not my intention. Das war kein Zufall. That was not an accident. Das wird kein fairer Deal sein. That won't be a fair deal. Das ist eine echte Verbesserung. That's a real improvement. Das ist genau das, was ich fühle. That's exactly how I feel. Die Esel fortgesetzt wird. The ass continued braying. Das Boot ist voll Wasser. The boat is full of water. Die Jungen klatschte herzlich. The boys clapped heartily. Der Käfig enthält einen Tiger. The cage contains a tiger. Der Kapitän lobte Peter. The captain praised Peter. Der Wagen im Schlamm stecken. The cart stuck in the mud. Die Katze schläft auf dem Teppich. The cat sleeps on the rug. Das Kind scheint zufrieden. The child appears pleased. Das Kind war krank geworden. The child had fallen sick.